Aber jetzt war? Ja, bisschen spät, aber ja. This stuff will come in handy. Ja, Kondensmilch. Sardinen. Sardin mal einer an. Ja, die ist nichts los. Okay. Ja, dann haben wir jetzt noch ein Antiseptikum, ne? Nur noch. Ja, ne? Guck mal, die Klamotten sind alle noch top in Schuss. Das ist eigentlich unglaublich. Gehen wir mal auf die Jacke los. %. Dann noch den Sweater. So. Ich glaube, draußen braut sich jetzt wieder gerade ein Wetter zusammen. Aber es kratzt uns fast nicht. Ah, jetzt geht's jetzt los. Jetzt natürlich Angst, dass der Wolf wieder da ist. Ich glaube, die Klamotten in den Schrank gepackt. Ich glaube, das war hier. Was mache ich denn? Oh nee, das war nicht hier. Ich hatte hier gerade eindeutig irgendwelche Schritte auf dem rechten Ohr, als ich die Tür raus bin. Dumm-di-dumm. War natürlich hier. Okay. Wie ist denn der Zustand der Axt?
Ja, ich nutze die ja auch nur an den Wölfen ab. Da passen 5 Kilo in jede Schublade. So. Ja, ein bisschen First Aid, das machen wir, das können wir ruhig am Start lassen. Ein Liter Pisswasser-Champagner irgendwo nachher hier rein. Auf Reserve. Rest behalten wir auf Hand. Material. Dann das frei 21 Tinderplug wieder. Ofen ist hier nicht, oder? Nee. So, dann machen wir Leder, müssen wir nur Tinderplug. Dann machen wir okay. Beide passen nicht rein. Einen Schlafsack dazu. Statt Lampenöl. Hier die Cherrycans. So, das war. Das war das. Tools. Kit behalten wir. Laterne natürlich auch. Rund auf 16 Kilometer. Jetzt mal 10 Kilo einfach mal so losgeschlagen. Boah. Das hier, gib mal das hier und gib mal das hier. Das harvesten wir noch mal. Das harvesten wir noch mal. Das harvesten wir. Die Cargo Pants haben wohl was abbekommen. Scrap Metal habe ich bis noch nicht in die Finger bekommen in der Runde.
Boots sind auch fit. Ja, Moment, wissen. Wo hatten wir denn das Leder hin? Hier. So, und das passt dann auch noch rein. 19 Uhr. Der Wolf ist in die Richtung da gerannt. Das ist allerdings aber auch schon ein paar Stunden her. Weil ich wollte mich jetzt eigentlich mal wieder in die Richtung aufmachen. Nur nicht über den See, sondern die Straße entlang. Noch nur ja, minus 5, minus 7. So, an dem Baum versuche ich es jetzt hier nochmal. Nee, ich probiere es an dem Baum. Ach, und jetzt komme ich in der Tour oder wie? Na, ja, dann doch an dem. Oder zieht da jetzt ein richtiges Wetter auf? Ja, jetzt zieht jetzt ein richtiges Wetter auf. Und schon bin ich einsichtig und vom Gegenteil überzeugt. Gut, dann machen wir mal Abendbrot. Immer noch kein Dosenöffner, fällt mir auch gerade mal so auf. Ziehen wir uns die alte Kondensmilch rein. Wir nehmen ja die Axt für alles, nicht für den Wald. Ach so, das belustigt mich mittlerweile. So, ein Dürstchen hätten wir auch noch. Neunzehn Uhr. Ich schlafe mal nur 3 Stunden. Was macht's Wetter? Okay. Schlafe ich noch mal? Nee, komm. Allmählich müssen wir mal schauen, dass wir dann mal Feuer machen und uns
mit Wasser eindecken. 2,5 Tage. Weil das dürfte es jetzt gewesen sein. Mit unserem Pisswasser-Shampoos. Oh ne, ein Spuckschluck ist noch da. Gut. Was, die war doch offen. Oh ey. Weißt du, 2%, wo da noch drin sind. Plus 1. Lächerlich. So. Komm, dann den Energy-Riegel. Nee, noch nicht ganz. Knacken wir mal noch bis um 8. Thank goodness. Made it through another night. Ja. 9 Grad. Ja. Ey, das ist doch... Ich mache einen Sitzstreik. Hier mache ich einen Sitzstreik. Dumm die dumm. Ich brenne die Bude hier ab. Jetzt muss ich hier ohne Scheiß die Zeit totschlagen, damit noch ein paar Stunden rumgehen, bis der dämliche Wolf sich verpisst hat. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern könnte. So, das dürfte, glaube ich, war's dann auch schon wieder. Ja. Ich hab ja... Da. Könnte wieder relativ gut werden. Ich mache das jetzt gerade wirklich echt nur, um die Zeit totzuschlagen. Die Reparatur ist nicht mal gelungen. Nee, doch, sie ist gelungen. Sie ist 100% gelungen. Mittens hier 100%. Läuft. Ah, und jetzt packen sie 2. Also wenn der Kram auf 100% ist, ist es definitiv nochmal besser.
So. Moment mal. Gehen wir jetzt mal anders ran. Gucken wir mal, was bringt am meisten Wärme? Der Winter Basico 2,6. Und die Pants. Code und die der ja der Wintercode und die Cargo Pants. Da brauchen wir 82% Chance. Go. Easy. Und jetzt die Cargo Pants. Go. Schade. So. Jetzt ist es auf 3 und 2. Jetzt sind wir schon bei 18. Also von Kleidung hat die Frau echt Ahnung.